Ja, egal wer kommt und egal wie lange er bleibt, es geht ja darum, Mannschaft ohne die NHL-Verstärkungen längerfristig besser zu machen. Das scheint den Rapperswil-Jona-Lakers gelungen zu sein im Vergleich zur letzten Saison. Heute haben sie gegen Fribourg-Gottéron daheim antreten. Und wenn man es vergleicht mit der letzten Saison, da sind die nicht mehr wieder zu erkennen. Die Qualifikation von der letzten Saison ist Rappi abgeschlagen letzte geworden. Und das sieht jetzt ein bisschen anders aus. Nach den ersten beiden Runden hat Rapperswil-Jona-Lakers beide Partien gewinnen. Und das ohne NHL-Verstärkungen. Da stellt sich natürlich die Frage, ist das nur eine Bestandesaufnahme oder allenfalls sogar ein Trend? Lakers-Trainer Harry Rockenmoser befindet sich in einer komfortablen Lage. Sein Team hat sofort Tritt gefasst und in einer Woche soll der NHL-Crack Jason Spezza für noch mehr Freude sorgen. Das wird den Druck auf die vier aktuellen Ausländer erhöhen, zum Beispiel auf den amerikanischen Stürmer Robbie Earl. Es ist der St. Galler Stefan Hürlimann, der sich in der zweiten Minute als Erster in Szene setzt und Gästehüter Benjamin Gans beunruhigt. Zehn Minuten lang bleiben die Gäste völlig ungefährlich. Dann diese schnelle Angriffsauslösung. Und was für ein herrlich herausgespielter Treffer. Rückkehrer Michael Ngoi serviert den Puck auf dem Silbertablett. Tristan Vauclair hat entsprechend leichtes Spiel in der 11. Minute. Die Reaktion der Lakers initiiert von Robbie Earl. Burkhalter stochert und schlägt und wirkt, erfolglos allerdings. Der Auftritt der Gäste, geradliniger, zielstrebiger, effizient. Das 0:2 durch Simon Gamache in der 18. Minute. Ein idealer Einstand für den Kanadier, der nach Hand- und Adduktorenverletzungen in der Vorbereitungsphase heute zum ersten Mal im Einsatz stand. Wie schon gegen die ZSC Lions liegen die Rapperswil-Jona-Lakers auch diesmal mit 2 Toren in Rückstand. Und die Einheimischen müssen gar froh sein, dass sie kurz nach Beginn des zweiten Abschnitts nicht noch einen dritten Treffer kassieren. Benjamin Plüss trifft nur den Pfosten in der 24. Minute. Die 37. Minute. Die Freiburger machen weiter Druck auf das Tor von David Ebischer, der hier den Stock verliert. Und dann noch Stockbruch bei Berger und Strafe angezeigt gegen die Lakers. 2 Minuten gegen Duri Gamichel. Gottéron. Mit Dubé. Riesenchance, aber Christian Dubé kann nicht vollenden. Rizzello wirft sich in die Flugbahn und kann mit dem linken Fuß abwehren. Die Gäste verpassen es, nach 40 Minuten mit 3 Toren Vorsprung in die Kabine zu gehen. Nach Wiederanpfiff 2 Minuten Strafe gegen den Freiburger Botter. Die bisher arg enttäuschenden Lakers-Stürmer für einmal druckvoll. Gamichel, Wichser, Adrian Wichser mit dem Anschlusstreffer in der 44. Minute. Also, es geht ja doch noch. Die Lakers beflügelt, sie bleiben dran und sind plötzlich brandgefährlich. Der Ausgleich durch Duri Gamichel, das ist ganz schnell gegangen. Gans schlägt den Puck weg. Gamichel holt diese mit der Hand aus der Luft herunter und hat freie Einschussbahn. 2:2. Nach dem Assist nun das Tor. Duri Gamichel macht es vor in der 48. Minute. Nach 2 Dritteln Schlaf-Eishockey die Lakers mittlerweile hellwach. Robbie Earl vergibt die Führungschance in der 52. Minute. Beziehungsweise er scheitert am gut stehenden Gans. Der rettet die Gäste in die Verlängerung. Und da sind erst 16 Sekunden gespielt, als Robbie Earl alleine vor Gans auftaucht. Aber der Amerikaner bleibt abermals hängen. Von 14 Schützen, die nicht trafen. Captain Sandy Schanne läuft an als 15. und bringt die Gäste in Führung. Thibaut Monnet musste nun treffen. Gans aber reagiert erneut hervorragend und sichert Fribourg-Gottéron den Zusatzpunkt. Die Lakers sind zurückgebunden.